Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Unboxing der My Little Box. Und tatsächlich habe ich sie noch überhaupt nicht geöffnet. Eigentlich feiere ich gleich eine große Geburtstagsparty, aber ich wollte sie euch nicht vorenthalten, ich wollte sie mir nicht vorenthalten. Also öffnen wir sie jetzt mal eben fix und schauen, was diesen Monat so drin ist. Letzten Monat war ich nicht ganz so begeistert. Ich verlinke euch das Video gerne hier oben, dann könnt ihr mal reinschauen. Das war nicht so meine Box, aber es gab natürlich auch richtig coole Boxen schon vorher. Okay, was steht drin? Haute Floraison. Auch so ein kleines Kleberchen wieder mit dem Karton. So sieht die My Little Box aus. Ich finde, das ist so ein bisschen typisch für My Little Boxes Design. Aber natürlich zählt wie immer der Inhalt. Also das ist so eine ganz typisch verpackte My Little Box mit Schleifchen und Kärtchen obendrauf. So sieht's aus diesmal. Was packen wir zuerst aus? Ich würde sagen, das hier. Das kommt mir sehr bekannt vor. Sowas hatten wir schon mal, sowas ähnliches. Also zumindest diese Verpackungsart. Das kann man halt aufmachen. Und was ist drin? Gucken wir mal, so ein kleines Säckchen sehen wir hier. Und da scheint irgendwas drin zu sein. Okay. Ah, ein Ring. Cool, guckt euch den mal an, voll schön. Der gefällt mir und der ist sogar schlau mitgedacht, offen. Das heißt, ihr könnt ihn verstellen. Ja, mir würde er jetzt auch so passen, aber gerade wenn man ein bisschen dickere Finger hat oder den vielleicht an einem anderen Finger tragen möchte, finde ich sowas echt cool. Machen wir erstmal das Unspektakuläre auf, bevor wir ins Säckchen reingucken. Was haben wir hier? Kabinett de Fleurs. Oh mein Gott, ist das schön. Das ist so ein Bilderrahmen, so ein durchsichtiger Bilderrahmen, also mit Glas. Und da könnt ihr getrocknete Blumen reintun. Das finde ich mega cool, richtig toll. Ein Herbarium nennt sich das. Das werde ich auf jeden Fall mit meinen Kindern austesten. Finde ich super die Idee. Und jetzt haben wir natürlich hier das Säckchen mit den Kosmetik- bzw. Beauty-Produkten. Und das wird jetzt erstmal schnell ausgepackt. Blumiges Gesichtsspray, sehe ich hier schon ein Kärtchen. Dann packen wir das auch als erstes aus. Und zwar ist das von My Little Box selber, Brühm Floral. Das sieht so aus. Wir sprühen das direkt mal, um zu sehen, wie das denn so ist. Oh ja, das riecht ganz leicht. Ich finde eher fast schon so ein bisschen wie Eistee-Pfirsich. Und es erfrischt auf jeden Fall. Ich mag so Gesichtssprays sehr gerne. Was haben wir als nächstes hier drin? Oh, schade. Der war, glaube ich, schon mal drin sogar. Der Lip Balm von Weleda. Also der kommt mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr bekannt vor. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn es euch da genauso geht. Finde ich nicht so gut, wenn sich Sachen doppeln, muss ich sagen. Also gebrauchen kann man natürlich immer, aber ich habe davon jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 rumfliegen, weil der auch schon mal in einer anderen Box drin war, meine ich. Beziehungsweise auch in der Glow Goodie Bag mal drin war. Da habe ich übrigens ein aktuelles Video, könnt ihr gerne reinschauen. Als nächstes haben wir ein Roll-On Kopfwohl Primavera, klärend und lindernd. Ich zeige es euch erstmal, das soll man auf Nacken, Schläfen und Stirn auftragen. Ein vitalisierendes Dufterlebnis hilft, einen klaren Kopf zu bewahren, unterstützt die Linderung leichter Kopfschmerzen. Ich bin tatsächlich jemand, der glücklicherweise nie Kopfschmerzen hat. Aber vielleicht gebe ich das einfach meiner Mama weiter. Oh, das riecht aber, das riecht wie Kaugummi. Also so diese extra Kaugummis oder so, also so frische Kaugummis. Mega, also jetzt nicht so diese süßen Huba-Buba-Dinger. Riecht richtig gut. Könnte ich mir auch so mal drauf freuen. Ja, das war's aus der Box. Sie gefällt mir besser als die andere, ist aber auch noch nicht so ein Wow-Erlebnis, muss ich sagen. Fand ich ein bisschen schade, dass sich das gedoppelt hat. Also das finde ich richtig cool. Und dieses Herbarium finde ich halt echt super. Das hat mega Pluspunkte auf jeden Fall eingeräumt. Das ist mein Lieblingsteil hier aus der Box. Komischerweise, weil sonst sind meist die Beauty-Teile meine Lieblingsteile. Aber das werde ich auf jeden Fall testen. Das werdet ihr auf jeden Fall bei Instagram sehen, falls ihr mir da noch nicht folgen solltet. Auch da ist ich Testy Tasty. Schaut gerne mal rein. Den Link stelle ich euch in die Infobox. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Oder vielleicht auch schon hier bei diesen 2 Videos, wenn ihr draufklicken solltet. Und hier ist natürlich auch wieder ein Abo-Knöpfchen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Abonnent meines Kanals sein wollt. So, wie gesagt, ich habe heute ein bisschen Stress, ne? Party geht gleich los. Ja, freue mich, euch öfter jetzt hier anzutreffen. Sagt tschüss und bis zum nächsten Video. Eure Laura.